So, hallo. Wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Hab ich das letzte Mal, glaube ich, irgendwie Wrath of Calamity gesagt? Keine Ahnung. Egal. Ihr wisst, wie das Spiel heißt. Wir haben zwei Missionen vor uns. Einmal die, einmal die. Würde sagen, wir gehen einfach erstmal in den Astor-Kampf. Let's go. Ohne groß Faxen zu machen. Einfach rein, einmal Astor verprügeln und wieder raus. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ja, den Part hier wollte ich eigentlich gestern auch noch aufnehmen. Direkt nach Part 92. Dann hat aber das Telefon geklingelt. Ich hoffe, das passiert jetzt heute nicht. Und dann kam ich leider nicht mehr dazu, weil es dann ein langes Gespräch wurde. Schauen wir mal. Glücklicherweise hatte ich nur 20 Sekunden aufgenommen, bin noch nicht mal in die Mission rein. Und dann hat das Telefon eben schon geklingelt. Ja. Jetzt habe ich nur etwas Zeitdruck, weil ich den Part unbedingt aufnehmen muss, damit der dann am Donnerstag kommen kann. Moin! Ja, also wenn es der ganz normale Kampf ist, dann sollte es eigentlich kein großes Problem sein. Wenn da nicht irgendwie noch eine zusätzliche Schwierigkeit dazu kommt, dann kommen wir eigentlich ganz gut klar hier. Ne? Mein Freund. Hui, wusch. Link hat ja mittlerweile auch sein Maximum an Level erreicht. Also die Charaktere kann man scheinbar nicht weiter leveln als bis 100. Insofern könnte ich nur noch das Masterschwert wahrscheinlich bis 30 leveln. Und dann ist auch das Masterschwert voll. Stärker wird's nicht mehr. Nice. Das war nicht, was ich wollte, aber es ist egal. In your face. Jetzt wird nicht mehr gespielt. Okay. Dann spielen wir halt nicht mehr. Auf Nimmerwiedersehen. Mach ich dich halt gleich fertig. Ja, so sehe ich das auch mit dem Auf Nimmerwiedersehen, ne? Finde ich gut, dass du das auch so siehst. Ach ja. Ist auch ein schneller Kampf. Wie viel Kohle gibt der? Boah, könnte man 1000 draus machen mit dem Item, ne? Könnte man 1900 draus machen. Okay. Interesting. Und es gibt halt drei Sternsplitter. Ich weiß gar nicht wofür. Weil eigentlich haben wir die ja jetzt schon mit den Feendingern aufgebaut. Aber vielleicht kommt ja noch mal was. Vielleicht kommt ja noch irgendein Upgrade, wofür wir Sternsplitter brauchen. Oder man kann sie teuer verkaufen. Wahrscheinlich eher das. Wahrscheinlich sind die einfach zum teuren Verkaufen da. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. So, hier taucht gar nicht mal eine neue Mission auf. Das heißt, jetzt bleibt eigentlich nur die hier im Moment übrig. Das ist im Moment die einzige Mission, die bleibt. Und zum Upgraden sind die zwei hier noch. Aber da brauchen wir... Wir haben immer noch keinen Oktrock mittlerweile gefunden. Es ist doch unfassbar. Wir müssen auf jeden Fall noch eine kurze... Komm, wir machen mal schnell irgendwo eine Oktrock-Mission. Einfach, wo irgendein Oktrock vorkommt, ganz fix. Eine kurze, eine kleine Mission. Nee, wieso sind die denn jetzt da drin? Stein aus einer anderen Welt ist noch mit aktiv, aber das kann ja eigentlich nicht.
Und hier fehlt nur Octorok. Ach so, da waren Octorok. Ja, ich erinnere mich. Da waren Octorok dabei, aber es war eine sehr große Mission. Irgendeine kleine Mission mit Octorok, komm schon. Feenland. Nee, ist auch eine sehr lange Mission. Eskorte, nee. Nee. Weiß ich nicht mehr. Es wird doch irgendeine kleine Octorok-Mission geben. Nee. Nein. Es gab doch viel mehr Missionen mit Octoroks. Wieso werden denn die jetzt hier... Ja, eigentlich. Warum nicht? Am Ende kam dann Leune, der hat ein bisschen genervt. Aber machen wir das nochmal schnell. Das war jetzt ja auch kein Problem. Dass wir diese Mission da unten weg haben. Kann ja sein, dass danach nochmal neue Upgrades kommen, ne? Darum geht's mir. Wenn ich das eine Upgrade ausführe, dass dann nochmal ein anderes Upgrade freigeschaltet wird und dann sehe ich wieder, was ich noch für Materialien brauche. Und vielleicht könnte ich die jetzt schon kaufen in den verschiedenen Abschnitten. Dann will ich nicht, dass es zum Schluss erst auftaucht. Deswegen will ich die Upgrades möglichst schnell machen, sobald ich kann. Das ist der Hintergedanke. Sicher! Ach komm, nerv mich nicht. Oh, ich habe schon wieder kein Essen aufgeladen. Ah, ich vergesse das immer wieder. Okay, hier ist soweit nix. Hier sind ein paar... Das ist eine coole Attacke. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice. Muss auch mal bei ihm so ein bisschen diese Spezialattacken lernen. Was? Ja, kennen wir doch schon. Ist doch nichts Neues. Ich sage, die Mission geht fix, ne? Das ist kein Problem. Nice. Los jetzt! Und tschüss. Keine Gnade. Oh, es hat nicht gereicht. Na gut. Ja.
Easy. Sehr schön. Gut. Können wir auch endlich jetzt die Terrakommission da unten machen? Haben wir das auch erledigt. Oh, erhöhter Verkaufswert. Nice. Kann man mal anbieten. Na komm. Lade schneller, danke. So, genau, jetzt geht das hier. Zack, zack. Und, okay, es hat nichts Neues freigeschaltet. Und hier fehlt halt, na, hier fehlen halt die Steine aus einer anderen Welt. Also die Missionssteine. Also es gibt jetzt nach dem hier theoretisch noch 3 Missionen. Dann müssten wir es haben. Theoretisch sind es noch 3 Missionen. Sehen tue ich nur die hier. Das heißt, da müssen wir jetzt rein. Kampf gegen die Besessenheit. Also wir kämpfen nochmal gegen... Ja, ist halt nochmal jetzt ein Kampf gegen die... Ja, was wir gerade schon hatten. So wie gegen Astor, jetzt gegen die Besessenheit. Also gehen wir natürlich mit Link rein. Auf geht's. Mehr wird es nicht sein. Wird ein Arenenkampf gegen die Besessenheit sein. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Dann kommt wahrscheinlich nochmal eine Mission zu, hier, Dings. Wie hieß denn das andere Ding? Der große böse Roboter. Und dann nochmal einen Arenenkampf zu Ganon. So könnte ich mir das jetzt vorstellen, dass sich das so jetzt aufbaut. Wären 3 Missionen. Würde passen. Würde passen. Jeden Endboss nochmal. Also jeder Boss aus der Hyrule-Mission. Aus der Schloss-Hyrule-Mission am Schluss nochmal. Ja, genau. Das ist jetzt der große Roboter. Ich meinte unseren unseren Tarako-Roboter meinte ich, dass der auch nochmal kommt. Das wäre auch noch möglich. Das hier ist ja nicht der Tarako-Roboter. Ist ja Quatsch. Nice. Hui. Das war die falsche Taste, aber es ist egal. Nice. Ui! Sehr schön. Das ging auch fix. Gibt auch 500. Ja, okay, alles klar. So, sollten wir nochmal Geld brauchen, mache ich einfach diese Missionen kurz. Und setze so ein Essen ein, dass ich 1000 draus bekomme. Ja, oder ich verkaufe mal meine Diamanten. Ich habe so viele Diamanten. 17 Stück schon. Jetzt muss auf jeden Fall eine neue Mission auftauchen, weil wir haben keine aktuelle mehr. Es muss eine oder zwei neue Missionen auftauchen. Ja, genau eine. Kampf gegen die Verheerung. Oh, das, ja, das ist jetzt, ja, puh, okay. Das ist jetzt so ein Arenenkampf wieder, ich sehe schon.
Erst Astor, dann die Besessenheit und dann... Ja. Okay, keine Heil-Items. Das gefällt mir nicht. Aber gut. Wir gehen rein und gucken, wie es läuft. Das könnte jetzt anstrengend werden. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Je nachdem, wie viel Energie sie denen gegeben haben. Also ich muss jetzt schon aufpassen, dass ich meine Energie ein bisschen aufhebe. Eben weil ich keine Heil-Items bekomme. Und ein Level-Up kriege ich von Link auch nicht mehr hin. Na, weil er ist auf 100. Gibt kein Level-Up mehr, was mich in der Mission heilen könnte. Das könnte man ja so als Trick verwenden. Kurz vor dem Level-Up die Mission machen und dann dadurch nochmal Energie bekommen und sich das A aufladen lassen. Das kann jetzt alles nicht passieren. Als Tarako verfolgt vom Zorn Ganons aus der Zukunft kam, wurde eine andere Welt geboren, eine, die sich von der ursprünglichen Geschichte unterscheidet. Ja, das haben wir festgestellt. Okay, wir kämpfen auf dem großen, großen Schlachtfeld von Hateno. Das ist auch in Ordnung. Ja, ist super. Nein, das war nicht so gut. Ach Mist. Jeder Treffer ist ungünstig. Jeder Treffer ist ungünstig, weil am Ende gegen Ganon werde ich schon ein paar Treffer kassieren. Aua! Werde ich schon ein paar Treffer kassieren. Mist. Was war das denn? So. Aber vielleicht fliegen hier irgendwo ja Kisten rum. Wait, ich kann Heil-Items einsetzen? Auf Nimmerwiedersehen. Ich dachte, ich darf nicht. Keine Heil-Items hieß es doch. Aber ich hab Zugriff auf den Apfel, ne? Oh, muss der jetzt den wieder spawnen hier? Na gut, ich werde es nachher ausprobieren, wenn die Energie knapp werden sollte. Vielleicht darf ich ja doch einen Apfel einsetzen. Ich dachte, ich darf nicht, weil es hieß keine Heil-Items. Habe ich aber nichts dagegen, wenn ich doch darf. Jetzt aber. Tschüss. So, wo ist die Besessenheit? Da. Die ist stärker als die Besessenheit, die wir gerade hatten, auf jeden Fall. Die hält deutlich mehr aus. Das wollte ich nicht.
Ja, die dauert deutlich länger, bis wir die mal klein haben. Hä, hey, wieso hat es nicht, weil ich dahinter war oder was? Oh mein Gott. Noch näher dran kann man ja nicht sein. Ja, die kann deutlich mehr, die besessen. Hawa! Das ist nicht so gut. Aber vielleicht ist die Mission ja auch wieder so freundlich und gibt mir einfach volle Energie, nachdem ich Astor besiegt habe, und setzt mich da wieder raus, wenn ich jetzt sterben sollte. Ich glaube, ich würde es mal am liebsten erstmal ausprobieren. Könnte ja sein, dass sie das machen. Wäre cool. Au. Nice. Nice, 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 nice. Nice, das war's mit dir. Problem ist halt, jetzt kommt noch Ganon. Okay, der kriegt eine ganze... Der kriegt sogar eine richtige Sequenz. Oha. Der kriegt eine eigene Sequenz. Das könnte aber wirklich bedeuten, dass man da wieder startet, wenn man jetzt drauf geht. Moin. Oha. War ja nicht so gut getroffen. Ich wollte jetzt gar nicht... Ist egal, ich hab's... Ja. Ich wollte eigentlich eine Magie einsetzen. Aber ich kann offenbar Hell-Items einsetzen. Obwohl es erst hieß, ich darf nicht. Okay. Habe ich nichts dagegen. Nice. Auch nice. Aua. Nice. Oh, das war ja fantastisch. Zack. Sehr schön. Ja, mach so weiter, Ganon. Gib mir immer wieder gute Möglichkeiten, dir einen Schmetterangriff reinzuhauen. Das ist sehr schön. Finde ich gut. Bin ich dabei? Aua. Stabil. Schon wieder. Nice. Ah, ich komme nicht dazu. Schade. Weil ich war gerade in der Luft. Okay. Mach mal wieder den hier. Hä, wieso treffe ich nicht? Was war das denn für ein Quatsch? Das war ja frech. Oh, ich konnte nicht. Nice. Und zurück ins Gesicht. Hui.
Das war nicht so gut. Das hätte mich jetzt böse treffen können. Nice. Nice. Da fehlt nicht mehr viel. Schön aufpassen, kein Quatsch machen. Dann sollte das laufen. Ja. Nice. Aber er hat mich auch erwischt. Er hat mich auch erwischt. Das war nicht so gut. Ich muss jetzt richtig, richtig aufpassen. Weil nochmal heilen kann ich mich, glaube ich, nicht, ne? Muss ich aber auch gar nicht. Ah, Mist, ich dachte, ich krieg ihn. Nice, ich hab ihn. That's it. That's it. Huh. Dann erfahre ich jetzt gar nicht, ob ich bei ihm wieder gestartet hätte, wenn ich gestorben wäre. Weil wir haben ihn. Huiuiuiui. Gibt einfach auch nur 500. Es gibt einfach die gleiche Geldeinheit wie die kurzen Kämpfe gegen Astor und es ist unglaublich. Aber okay. Oh, Link hat das Tragelimit erreicht. Nein, wie dramatisch. Weg. Ja, das reicht schon aus. Okay, weg damit. Sehr schön. Zwei Missionen noch. Nee, eine. Eine Mission noch. Also zumindest für die letzte Terrakom-Mission. Ne? Dann haben wir alle Missionen, für die man die Missionssteine braucht, auch weg. Eine Mission noch. Was kommt denn jetzt noch? Jo, was? Normalerweise kommt doch dieses Ding, wenn ich die Charaktere dann spiele. Bekomme ich jetzt Ganon als Charakter? Ihr wollt mich verarschen. Wenn wir Ganon als Charakter bekommen, heißt das natürlich, es gibt nochmal eine neue Runde an 5 Missionen. Für nochmal neue 5 Missionssteine. Stabil. Ich kann die nicht kaufen, die Exalfos-Schwänze, ne? Die muss ich wieder... Da muss ich wieder in die Mission da oben dann reingehen für Exalfos. Oh mein Gott, okay. Das hier geht. Oh, für ihn brauchen wir sogar nur 3 Missionen. Okay, für ihn brauchen wir 3 Missionssteine. Die können wir direkt... Und 5! Für das hier brauchen wir... Ich verstehe. Das können wir einfach direkt machen. Dafür brauchen wir auch die Sternsplitter. Ab dafür. Verbreite in der Verheerungsgestalt Zorn mit Hilfe von Y und absorbiere ihn mit Hilfe von ZR. Yo. Ist recht. Herzen plus 2. Hier braucht man ganz viel Gelee. Haben wir aber auch alles. Herzen plus 1. Das geht noch nicht. Da fehlt uns... 6 Hinox-Herzen fehlen uns. Ja, moin. Die kann ich auch nicht kaufen, ne? Das wäre komisch. Nee, natürlich nicht. Okay, weg damit. Das hier geht. Längerer Kombo-Angriff. Und damit ist das jetzt hier auch fertig, das innere Hyrule. 50
Diamanten. Fünf zig Diamanten fürs innere Hyrule. Tja, das war eine reife Leistung. Ist klar. Und Opal-Ohrringe. Und das hier bekommen wir, das ist eine coole Belohnung auch wieder, ne? Schönes Link-Outfit. Das bekommen wir, eigentlich ist das das offizielle Link-Outfit, wenn wir mal ehrlich sind. Das bekommen wir, wenn wir alle Missionen haben. Okay. Okay, das geht auch noch nicht. Was fehlt mir hier? 17 Wächter. Okay. Was fehlt mir hier? Okay, die Flügel kann ich, glaube ich, kaufen. Ja. Ja. Oh. So. Haben wir noch irgendwo eins, was wir machen können? Jetzt brauchen wir hier natürlich wieder 4 Missionssteine, ne? Ah, dann sind es jetzt... dann sind es jetzt noch 4 Missionen und dann dürfte wirklich Schluss sein. Da fehlt uns auch noch was. 23 Ishirok. Das sind die kleinen Ivaroks, ne? Eieiei. Okay. Ja gut. Dann gibt's nächstes Mal wohl Ganons Training. Waffen kann ich wahrscheinlich bei ihm noch nicht gucken. Nee, natürlich nicht. Er ist Stufe 57. Warte, wir leveln ihn erstmal. Jetzt kriegt die Verheerung erstmal ein Level ab. Auf 70 auf jeden Fall. So. Alter. Ey, jetzt sind wir... Okay. Ja gut, dann also nächstes Mal mit Ganons Verheerung durch verschiedene Missionen wahrscheinlich. Okay, das ist auch nochmal... Oh, nee. Guckt euch das an. Das ist auch nochmal eine riesige Mission gegen alle. Gegen alle, gegen Wächter, gegen... Astor gegen die Besessenheit, gegen Ganon selbst. Ich meine, ich darf hier mit mehreren spielen. Aber im Ende... Oh Gott, das wird auch wieder eine riesige Mission. Was haben wir hier? Wirbel des Zorns. Das ist auch wieder so ein riesiges Zorngedingse. Junge, 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 Junge. Was haben wir hier? Gibt's kein Ganons Training? Ach, keine Heil-Items ist wahrscheinlich kein Essen mit reinnehmen oder sowas. Keine Ahnung. Oder dass keine Heil-Items in der Mission rumliegen, könnte auch sein. Aber hier ist jetzt nämlich noch zusätzlich kein Einsatz von tragbaren Items. Da ist es dann wirklich, ja, im Herzen der Verheerung, da ist es dann wirklich so eine Mission, wie ich es gerade befürchtet hatte, dass ich eben die Äpfel nicht einsetzen kann. Ne? Da muss ich dann wirklich mit meiner Energie noch mehr aufpassen. Und da kommen vorher erst noch die ganzen Flüche. Ach du Scheiße. Rückkehr eines Gegners. Okay. Keine Highlight-Items, Zeitlimit. Da ist Ganons Training. Da gehen wir nächstes Mal als erstes rein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.